Freunde, ist euer Lieblings-Mobile-Gamer Revinzeit am Start. Ich habe mir die Drecks-App PUBG Mobile runtergeladen und als ich dann festgestellt habe, dass Android mir verbietet, meinen In-Game-Handy-Sound aufzunehmen, habe ich mir schon ein klein bisschen gedacht, wieso habe ich eigentlich kein iPhone? Dann habe ich gesehen, dass Fortnite nur auf iOS rauskommt. Da dachte ich mir auch, wieso habe ich eigentlich kein iPhone? Aber Leute, ich würde sagen, wir versuchen es jetzt trotzdem mal. Ich bin jetzt gerade quasi dabei, mit diesem Mikrofon hier aufzunehmen. Wir haben ganz verrückte Sachen aus dem Video. Wir haben gedacht, wir nehmen ein Ansteckmikrofon oder routen das Handy nochmal komplett neu, aber dazu habe ich viel zu viel Angst und deshalb würde ich sagen, spielen wir es einfach und ihr gebt euch damit zufrieden, wie es ist. PUBG, mein absolutes Lieblingsspiel vor 2 bis 6 Monaten ungefähr gewesen, hat einen neuen Spielmodus herausgebracht, beziehungsweise ein neues Spiel. Wir können jetzt hier erstmal unser Charakter gestalten, meine Freunde. Ich würde sagen, wir nehmen ein Female, die sieht so aus und die hat so eine Frisur, super schön, perfekt. Den nehmen wir und wir nennen uns Fickblul. So, das ist mein Nickname, ihr kennt ihr meine Freunde, das weiß ich überall. Und jetzt können wir schon starten, meine Freunde, Mobile Gaming, yay! Das ist by the way kein Placement oder sowas, ich wollte einfach mal gucken, wie generell PUBG sich auf einem Handy spielt. Vielleicht ist es ja deutlich besser als auf einem PC. Hier geht schon los, meine Freunde, die ersten Ingame-Käufe werden hier angeboten. Das ist direkt das erste Mal. Ja, das sieht sehr, sehr, sehr ähnlich dem aus, was ich aus dem normalen PUBG kenne. Und es ist auf jeden Fall relativ flüssig. Ich hoffe mal, wie gesagt, die Aufnahme läuft weiter. Das ist nämlich meine einzige Angst, dass es das nicht tut. Alter, kann ich die vielleicht anziehen? Weil ich will nicht, dass du nackig rumlaufen musst. Nee, ist alles gesperrt. Ja, nee, kein Problem, Leute. Dann spielen wir einfach nackt, würde ich sagen. So, jetzt sehen wir hier einen wunderschönen Ladebalken. Da passiert jetzt nicht allzu viel. Auch wenn ich tatsächlich, wie gesagt, ein Stück weit negativer eingestellt bin gegenüber PUBG. Aufgrund der ganzen Bugs und Ausraster, die geschehen sind. Muss ich doch ganz ehrlich sagen, versuche das Ganze jetzt relativ objektiv anzugehen und versuche jetzt hier einfach nicht in den kompletten Hate-Train zu fahren. Ich gucke jetzt einfach mal, was mich da erwartet, Leute. Okay, wie bewege ich mich? So, aha. Und wie nutze ich die Kamera? So, so drehe ich die Kamera, okay. Ja, wir sind auf Erangel, okay. Leichte Lags auf jeden Fall schon vorzunehmen. Mhm, okay, okay, ja. So springe ich und so lege ich mich hin, alles klar. Also bis jetzt, Leute, grafisch sowie auch ingame-technisch relativ stabile, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Okay, wisst ihr was? Wir springen jetzt einfach raus, Leute. So, komm hier. So, wir fliegen jetzt direkt nach Milta, Leute. Komm, wir fliegen jetzt direkt nach Milta. Bin ich zu blöd, das zu steuern oder ist es einfach nur scheiße zu steuern? Könnte beides sein, man weiß es nicht. Egal, wir rennen jetzt einfach nach Milta. Die Grafik ist tatsächlich ein Stück weit anders als am Computer, logischerweise. Warum absehbar? Was haben wir hier? Nehmen. Das ist ja intuitiv. Da drückt man einfach drauf und lootet quasi. Das ist ja schön. Die Zone ist... natürlich klar, dass die Zone ganz woanders ist, als da, wo ich abgesprungen bin. Was haben wir hier? Eine Schrotflinte. Und wie schieße ich jetzt? Aha, so schieße ich also. Da vorne steht ein Auto, Leute. Das holen wir uns jetzt. Da wird auf jeden Fall geil mit Spaß gehabt, Alter. Wie viele Leute leben denn noch? Kann ich das noch irgendwo sehen? Oder habe ich meinen Fettfinger davor? Ach so. Oh, oh, das war ich. Entschuldigung. Alles gut. Ach so, jetzt habe ich hier ein Lenkrad, oder wie? Och Gott. Och Gott. Och Gott. Hallo. Das hätte man aber schöner... das hätte man aber wirklich schöner... also, kann ich auch... ne, so kann ich nicht lenken. Das hätte man aber schöner lösen können. Das finde ich jetzt nicht so geil. Ja gut, Leute, ne? Kann man hier hupen? Wichtig. Ganz wichtig. Man kann hupen. Sehr schön. Da schießt jemand draußen. Ich würde gerne wissen, wer und wo. Ich habe doch gar nicht geschossen. Stressig einfach. Oh ja, da vorne ist einer. Der kriegt eine Granate ab. Wow. Wow. What a guy. What a guy. Starker, starker Typ, starker Typ. Ja, das war intens, glaube ich, zu meinen, zu wissen, zu tun. So, die Häuser sind auch, glaube ich, anders gestaltet. Ist halt relativ lieblos eingerichtet, sag ich mal, ne? Also, weiß jetzt nicht, wenn ich in so einer Wohnung wohnen würde, wo nur so ein hässliches Bild hängt, ein Billo-Sofa steht und eine Kiste, ne? Das muss ja jeder selber wissen, wie man sein Haus einrichtet. Nur, also ich würde mich hier nicht wohlfühlen, sag ich ganz ehrlich, ne? Ja, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo fehlt dann halt hier dann doch die Action, ne? Also ich meine, wahrscheinlich würde ich, wenn es Action gäbe, direkt aufs Maul bekommen. Oh Gott, da steppt jemand. Ich will sie sterben, komm, ich bin so weit gekommen. Ich will nicht noch eine Runde spielen müssen. Da ist er. Wow, intens. Intens, Leute. Intens. War auf jeden Fall krass. War krass. War krass. Aber wir haben hier alle Funktionen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt es so hate, liegt aber einfach nur daran, dass ich kein Mobile Gamer bin. Und ich glaube, dass wenn man Mobile Gamer ist, dass man tatsächlich eine Menge Spaß bei diesem Spiel haben kann. Ich muss ehrlich sagen, es läuft ja relativ flüssig doch, ne? Also, ja, ich, also, ich, das wollte ich zum Beispiel gerade gar nicht. Guck mal, wie die Flashbang hier wirkt. Mal ganz kurz hier. Oh, so. 34 Leute leben noch, Leute. Das ist schon
jetzt wird's spannend, ne? Klar, die Zone kommt. Da muss man jetzt schon gucken, dass man das Beste rausholt, sag ich mal, ne? Ganz klar, ganz klar. Weiß ich jetzt nicht, also wenn ich jetzt noch vielleicht ein paar Gegner sehen würde, da vorne ist einer, Leute, da ist er, da ist er. Pass auf, Achtung. Der kriegt jetzt einen Headshot, pass mal auf. Oh nein, der ist weggelaufen. Der ist weggelaufen, Leute. Der ist wirklich weggelaufen. Boah, bam, bam. Habt ihr das gesehen, Leute? Incredible. Outstanding Performance hier von meiner Seite, Leute. Alter. Also, Leute, das ist natürlich jetzt, der Typ hat nichts gemacht. Habt ihr gesehen, ne? So, wenn er jetzt natürlich noch länger, wenn er noch zwei, drei Minuten länger stehen bleiben würde, dann hätte ich ihn auch einen Headshot gedrückt, Leute. Aber das war schon sehr stabil von mir gespielt. So, jetzt sind wir in der roten Zone. Da laufen wir mal schnell raus, weil da wollen wir natürlich nicht sterben. Machen wir das mal schnell. Ne, weil jetzt zu sterben wäre natürlich Blödsinn. Boah, mein Finger ist verbrannt, Alter, Leute. Ich glaube, ich habe wirklich eine schwarze Fingerkuppe. Mein Handyprozessor, der rauscht hier gerade durch. Aber nochmal, so was das angeht, Grafik und Spielbarkeit ist schon echt für ein Handy, muss ich sagen, ordentlich, ne? Obwohl ich, wie gesagt, kein Mobile-Gaming-Fan bin. Ich betone es hier nochmal, weil ich einfach viel zu selten am Handy hänge. Also für Memes vielleicht, aber nicht für Spiele. Wenn ich ein Spiel spiele, dann wird es gesuchtet. Aber ich weiß nicht, ob das hier so ein Kandidat ist, wo ich tatsächlich dann in der Bahn sitze und, ja. Ich fürchte es fast nicht. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Also das ist schon Gold wert. Da kommt ein Auto. Ah ne, ist ein Loot-Job. Auch interessant, dass hier keine Autos fährt, ne? So, da vorne läuft noch einer, Leute. Den haben wir natürlich gespottet. Ach Gott, das habe ich hier schon geschossen. Jetzt hat er mich natürlich gehört. Wechseln wir mal kurz zu Sniper, Leute. Hocken uns hin. Jetzt wird gesniped. Toll. Wo ist der Gegner jetzt? War doch nicht gerade noch irgendwo. Wo ist er hin? Wo ist er hin, Leute? Wo ist er hin? Ist aber auch sehr schwer, auf so einem kleinen Bildschirm was zu erkennen, meiner Meinung nach, ne? Ja, ist weg. Ist weg, der Alte. Ja, wo ist er? Da vorne. Ach Gott, Leute, jetzt gehe ich drauf. Jetzt ist es vorbei. Vielleicht könnte das Spiel mit dem Win doch nicht. Oh, den haben wir geholt, Leute. Wahnsinn. Also Wahnsinn, dass ich das geschafft habe. Das, da muss man jetzt einfach mal sagen, Respekt. So, nehmen wir mal schnell das Medikit hier. Munition brauchen wir auch neue, ne? Das Leben ist nicht so leicht hier in PUBG. Da vorne wird weitergeschossen. Der hat natürlich zufälligerweise genau die richtige Munition, die wir brauchen. So, machen wir da vorne mal weiter Ramazamba, oder? Wer schießt denn da, Leute? Hallo, das muss doch nicht sein. Das muss doch nicht sein hier. Ach, er ist es. Ja, 100 tue ich mich hier aber gerade nichts mehr. Jetzt wurde ich gerade noch von der Seite beschossen irgendwo. Ich würde auch gerne wissen, von wo. Ach, von da vorne ist er. Hat eine Schrotflinte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute, da ist er tot. Mensch, sowas aber auch. Das ist ja, also das, ach Gott, das habe ich schon wieder geschossen. Ja, Mensch. Gottes Willen, ich komme mir vor wie ein alter Mann. Das ist doch nicht der Mann. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ich will nicht in die Settings. Hinter mir noch Gegner? Natürlich nicht, ne? Da kommt die Zone, Leute. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen, denn nicht, dass die uns wehtun tut. Die Zone, die alte. Da vorne wird wieder geschossen, Leute. Es geht schon wieder los. Rambazamba im Dschungel hier. Laufen wir da hin, Leute. Laufen wir da hin, hol schnell den Win, oder? Komm, was soll's. Noch 4 Leute am Leben. Das holen wir jetzt. Das holen wir jetzt, das Ding. Das holen wir jetzt, Leute. War hier vorne rechts irgendwo. Ist der dunkel, ne? Ach Gott, da fährt einer mit dem Auto. Ich glaub's ja nicht. Der Typ, habt ihr ihn gesehen, Leute? Da fährt er mit dem Auto. Der Kleine, der. Genauso spielt man das, Leute. Immer schön aggressiv sein. Da vorne ist er. Jetzt gibt's auch einen Sack, mein Freund. Der ist gestorben. Der fährt mit dem Auto rum. Ja, was soll ich da sagen, ne? Wo ist der letzte Gegner, der mich gerade beschossen hat? Vorne kommt ein Loot-Drop runter. Von wo wurde ich denn gerade beschossen? Kann der Typ mal mit dem Auto aufhören? Es nervt. Hören Sie auf, hier rumzufahren. Trottel, so. Hast du jetzt davon? So, wo ist der letzte, Leute? Wo ist er? Wo ist er, Leute? Wo ist er? Komm, trink mal noch schnell den Energy Drink, ne? Der muss ja da vorne irgendwo sein. Ihr kennt halt nichts auf diesem kleinen Kackbildschirm hier. Der schmeißt Granaten auf, der Vogel. Ich glaube, es hackt, mein Freund. Wo bist denn du? Wo bist denn du? Bist du da unter dem Fenster? Ach nein! Was nein? Ich muss gerade gewinnen! So. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Hallo! Guten Tag. Ja, alles super! Und wieder mal ein bisschen am Schneiden. Ja. Oder Bibi, alles klar? Was macht der da hinten? Nein! Es macht keinen Spaß auf dem Handy. Leute, Palle, komm kurz rein. Ja, wegen dir habe ich jetzt rein. Verloren, Alter. Wie willst du denn wegen dir habe ich verloren. Hallo. Wegen dir habe ich verloren.
Ich bin Zweiter geworden mit 7 Kills. Ja, aber das ist doch gut. Nee, ist nicht, Alter. Wieso? Zweiter ist doch nicht schlecht. Ach, Leute, PUBG am Handy. Lasst es bleiben. Schneidet euch lieber die Finger ab bei Fortnite oder sowas. Macht was Sinnvolles mit eurem Leben. Auf Wiedersehen. Tschüss.